Bei der die erste Generation der RAF-Täter wurde sehr schnell gefasst. Die zweite Generation hat man relativ schnell auch den Kader haftbar gemacht. Bei der dritten RAF-Generation spricht man auch von dem Phantom-RAF. Was macht aus Ihrer Sicht speziell diese letzte RAF-Generation so schemenhaft für die Ermittler und für die Öffentlichkeit? Auch das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Bei der ersten Generation ist es eigentlich ziemlich klar, wie das Personal sich zusammengesetzt hat, mit welchen Zielen man antrat. Zuerst eine lange Phase von logistischen Handlungen und dann erst im Frühjahr 1972 sozusagen unter politischen Vorzeichen verübte Anschläge und anderes mehr. Bei der zweiten ist es so gewesen, dass man auch da das Personal eigentlich sehr genau gekannt hat. Und zwar insbesondere durch die sogenannten Folterkomitees, weil die meisten zuvor Mitglieder in diesen Komitees waren und weil sie ein starkes Motiv oder einen Auslöser hatten, nämlich ihre Solidarität mit gefangenen, hungerstreikenden RAF-Mitgliedern. Und als mit Holger Mainz einer aus diesem Kreis dann sich zu Tode gehungert hatte, war die Empörung groß und das hat dazu geführt, dass sie in den Untergrund gingen und sich selber zum Ziel gesetzt hatten, andere RAF-Mitglieder frei zu pressen durch alle möglichen Aktionen. Bei der dritten Generation ist es deshalb schon anders gewesen, weil es eine gewissermaßen abstrakte Begründung für das terroristische Handeln gegeben hat, die nämlich auf der Ebene des Antiimperialismus lag. Das heißt, eines sehr Großansätzen internationalen Systems, das als Gegner ausgemacht wurde. Da ging es also nicht einfach nur sozusagen um Repräsentanten der bundesdeutschen Eliten im Sinne der politischen Herrschaft und der politischen Macht, sondern es ging vor allen Dingen um Repräsentanten der finanziellen Macht, der industriellen Macht und auch der militärischen Kombination mit industrieller Macht. Das ist zumindest der Zielfokus gewesen, in dem man hinein versucht hat, bestimmte Aktionen durchzuführen und geglaubt hat, darüber dann auch eine gewisse Art von Echoeffekt erzielen zu können. Aber was wirklich nach wie vor völlig unklar geblieben ist, aus welchen Personen sich diese Kommandogruppen im Einzelnen zusammengesetzt haben. Man weiß zum Beispiel nach wie vor nicht, wer jemanden wie von Braunmühl in Bonn auf offener Straße erschossen hat. Da sind die Unklarheiten enorm groß geblieben. Man darf allerdings nicht unterschätzen, wie hoch wiederum die Selbstschutz- und die Geheimhaltungsmechanismen einer Gruppe wie der RAF praktiziert worden sind und wie weit die gingen. Ich glaube, dass es jedenfalls zu einem erheblichen Teil durch Techniken dieser Art von Geheimhaltung und Abschottung zu erklären ist. Und die haben natürlich versucht zu lernen aus den Fehlern der beiden Generationen zuvor und sich insofern abzuschotten. Ich denke, dass die daraus entstandenen, aus diesen Unklarheiten und Ungewissheiten entstandenen Verschwörungstheorien, dass die wirklich eine völlige Überzeichnung dieses Bildes herbeigeführt haben, weil man sehr schnell sich gefragt hat, waren das ehemalige oder noch Agenten der Staatssicherheit der DDR, waren das aber auch vielleicht westliche Agenten, Geheimdienstler. Die Debatte wurde eine Zeit lang eigentlich nur beherrscht davon, dass Geheimdienstagenten diese Aktionen durchgeführt haben könnten. Und insofern sprach man dann von einem Phantom-RAF, das heißt eine Art von Fantasiegebilde, und dass selbst die Bekennerschreiben gefälscht gewesen seien. Und diese Verbindung zu einer real existierenden Gruppe namens RAF gar nicht existiert habe. Das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, für ausgesprochen unwahrscheinlich, nicht zuletzt deshalb, weil ja einige, nämlich Birgit Hohlgefeldt, Eva Haule, verhaftet vor Gericht gestellt worden sind und es auch Distanzierungen gab, also insbesondere von Birgit Hohlgefeldt eine sehr starke, weit ausholende Distanzierung von ihrer RAF-Geschichte. Und ich glaube, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, weiter dieses zu klären, wenngleich das sehr schwierig ist.